Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kartenchaos von Hearthstone, liebe Freunde. Ja, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, und zwar war es so gewesen, dass letzte Woche das Kartenchaos, was kam, das war ein Kartenchaos, was sich wiederholt hat. Und zwar, ich glaube, das war das jedes Mal, wenn man Zauber gespielt hat, bekam man dann dementsprechend auch einen Minion dazu, der genauso viel kostet, und das Kartenchaos hatten wir ja schon. Deswegen habe ich das an dieser Stelle nicht aufgenommen. Das werde ich auch jetzt für die Zukunft schon mal ansagen. Kartenchaos, die schon gekommen sind und sich wiederholen, werde ich definitiv nicht aufnehmen. Deswegen kann es durchaus mal sein, dass mal länger wie eine Woche dauert, bis mal irgendwas kommt. Aber diese Woche ist ein Kartenchaos dran. Das soll einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Erweiterung, das große Turnier geben. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und dann gucken wir mal, was uns dort erwartet. Turniervarianten. Auf dem Weg zum großen Turnier liefern sich zwei Ritter ein Duell. Einer verlässt sich auf seinen Trost... Was? Achso, einer verlässt sich auf sein Triost-Geschick und der andere inspiriert seine Truppen so zu großen Taten. Wer wird siegen? Ja, das sind die zwei neuen Kartenmechaniken, die in der Erweiterung die Leute erwartet, also euch und mich erwartet. Und ich muss sagen, die Karten gefallen mir schon recht gut. Das Kartenchaos soll jetzt am 24. rauskommen. Das müsste theoretisch Montag sein, denn heute ist der... Warte mal. Heute ist jetzt 22. Müsste Montag sein. Und da bin ich echt mal gespannt drauf. Dann wird es auf jeden Fall dann auch am Montag bzw. spätestens am Dienstag für euch ein Pack-Opening geben, wo ich mir dann halt die 4000 Gold, die ich habe, beziehungsweise die 4100 Gold, die es bis dahin sind, ausgeben werde für 41 Kartenpackungen. Und dann machen wir zusammen ein paar Karten auf. Ihr seht hier auch, wir spielen mit den neuen Helden, die man sich halt zusätzlich auch kaufen kann. Und hier sieht man schon zwei der neuen Karten. Zum einen der gefallene Held, eure Heldenfähigkeit verursacht einen Schaden mehr. Also wir machen dann zwei Schaden. Oder ihr könnt eure Heldenfähigkeit beliebig oft einsetzen. Ist eine super geile Karte, sind beides Magierkarten. Behalte ich den? Ich glaube, den behalte ich. Beide Male. Oh, das ist ganz gut. Das ist ganz gut, dass wir das so bekommen haben. Jetzt muss ich gerade gucken, in Runde 1 können wir natürlich nichts spielen, wenn wir jetzt nichts mehr bekommen sollten. Und wir können nichts spielen. Das heißt, wir geben die Runde erstmal ab an, wie heißt sie, Sylvanas? Ich habe keinen, nee, Sylvanas war eine andere. Wie hieß sie denn? Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der Medivh, der Held. Den kann man sich ja auch kaufen. So, jetzt ist die große Frage, was machen wir? Wir könnten theoretisch unsere Heldenfähigkeit benutzen, weil noch bringt es überhaupt nichts, den gefallenen Helden zu spielen. Deswegen einfach nur die Heldenfähigkeit einsetzen und den Zug abgeben. Denn den möchte ich ganz gerne spielen, wenn der Gegner irgendwie was auf dem Feld hat, was zwei Leben hat. Dann kann ich den nämlich spielen in Runde 4 mit der Heldenfähigkeit zusammen. Und der Gegner hat das Viech weg. Okay, das ist jetzt ein 4-4er. Das finde ich jetzt nicht so toll, aber ist auch nicht so tragisch. Und ihr seht schon, wir kriegen hier neue Karten. Maid des Sees. Eure Heldenfähigkeit kostet nur noch 1. Ist auch sehr geil. Also ihr merkt schon, der Magier, der Medivh, spielt ziemlich viel mit seiner Heldenfähigkeit. Hier haben wir noch einen Spotter mit 5-4. Ist ähnlich. Ist der so wie dieser komische Goblin? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und hier haben wir wieder einen neuen Riesen, den Frostriesen. Der kostet 1 weniger für jedes Mal, wo wir unsere Heldenfähigkeit benutzen. Was natürlich unglaublich, unglaublich gut ist. Ja, wir können wieder nicht viel machen. Das heißt, wir greifen einfach mal seinen lustigen Bären an. Beziehungsweise ich könnte schon was machen, aber es bringt mir nichts, weil der Gegner halt die gefallenen Helden ziemlich schnell wegballert. Und da habe ich nicht ganz so viel Lust drauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Hier hätten wir einen Kampfschrei. Jeder Spieler erhält einen zufälligen Zauber auf die Hand. Ja. Wir spielen einfach mal sie, um unsere Heldenfähigkeit auf 1 runterzusetzen, also da auf Kosten von 1, dann können wir nämlich, wobei ich kann nur einmal die eingesetzt, ne? Ja, das ist noch nicht so pralle. Aber wir könnten auf jeden Fall das Bärchen wegbekommen. Aber ist egal, jetzt haben wir zumindest schon mal ein Viech auf dem Feld, was ein bisschen länger durchhält mit seinen 6 Leben. So, er geht uns weiterhin ins Gesicht, soll uns recht sein. Jetzt ist die Frage, was passiert? Wir machen es einfach mal so. Eure Mutter war ein Mörder! Nimm diese Klinge. Das
Okay, scheiße, wir hätten erst schießen sollen, aber ist nicht so wild. Wir kriegen unsere Troller wieder auf die Hand zurück und haben dann erstmal seine Falle ausgelöst. Jetzt können wir dann im nächsten Zug, bin ich gerade am Überlegen, was wir da machen könnten. Ich hätte doch erst schießen sollen. Dann hätte ich wenigstens das Mana aufgebraucht. Und ach, übrigens, fällt mir gerade ein, wir haben hier auch das neue Kampffeld, beziehungsweise das neue Kartenspielfeld, was ich persönlich eigentlich sehr cool finde. Also es macht schon Spaß, nur jetzt muss ich mich gerade auf den Kampf konzentrieren, wobei der ist jetzt sowieso schon verloren, liebe Freunde. Da werden wir jetzt nicht mehr allzu viel machen können. Komm, wir spielen jetzt ihn. Gucken, was wir für eine Zauberkarte raus. Wir kriegen Sprint. Was soll ich denn jetzt in diesem Moment mit Sprint machen? Das ist ja total beschränkt. Und wenn ich ihn spiele, ich spiele ihn jetzt einfach mal und jetzt seht ihr gleich, was passieren wird. Er wird das arkane Geschoss spielen und uns natürlich auch weiterhin ins Gesicht gehen. So sind die Jäger halt grundsätzlich, ist völlig egal, was für Decks die spielen, die gehen immer nur ins Gesicht. Was anderes können die nämlich nicht. Ja, natürlich. Da, genau das habe ich angekündigt, prophezeit, weil das ist genau das, was die Jäger immer mit dem machen. Die wollen halt nicht, dass der Schaden mehr wird. Aber gut, mir soll es recht sein. Ich werde jetzt gleich erstmal das blöde... wir haben sowieso verloren, von daher spielt das überhaupt gar keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Den finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Wir haben... das geht sogar. Wir spielen erstmal ihn. Greifen dort an. Machen ihn weg. Und machen ihn weg. Wir haben zwar sowieso verloren, aber nun gut, wir haben jetzt uns wenigstens ein bisschen wehren können. Also jetzt ist es sowieso für uns vorbei, völlig egal, was er jetzt noch spielt. Der kann jetzt jede Runde mit seiner Heldenfähigkeit 2 Schaden verursachen und das ist dann ganz finster für uns. Das ist die neue andere Kartenmechanik, obwohl die eine Kartenmechanik kennt ihr ja noch gar nicht. Ich habe bisher noch keine inspirierende Karte gezogen. Mal gucken, vielleicht kommt das ja noch. Da ist der nächste Kobra-Schuss. Was können wir denn noch spielen? Da haben wir wieder eine Karte. Wir können zweimal pro Zug unsere Heldenfähigkeit einsetzen. Was ich an dieser Stelle, will ich das jetzt schon machen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und jetzt seht ihr unsere Inspirieren-Fähigkeit. Ich lese euch die Karte auch gleich sofort vor. So, wir haben hier Inspiration. Ruft einen Kriegskodo 3-5 herbei. Und das Inspirieren besagt... Na Moment, wo steht denn das? Man konnte sich das nochmal anzeigen. Da steht's. Ein Effekt tritt in Kraft, nachdem ihr eure Heldenfähigkeit eingesetzt habt. Ja, und da ruft er halt einen 3-5er herbei. Eigentlich eine sehr gute Karte, aber ziemlich teuer, muss ich sagen. Also für 6 Mana ist das doch relativ teuer. Man kann es eigentlich effizient erst in Runde 8 spielen. Es sei denn, man hat irgendwie ein Monster auf der Hand, was halt... ach du Scheiße. Es sei denn, man hat ein Monster auf der Hand, was halt die Heldenfähigkeit reduziert. Und das ist halt so wie dieses hier. Und das ist halt dann ein bisschen, naja... Okay, so, was machen wir nu? Was machen wir nu? Wir werden erstmal gucken, was... Moment. Wir gucken erstmal, was er für ein Monster hat. Oder was für eine Falle. Okay, das ist schon mal eine Falle, die uns nicht weiter stört. Was könnten wir als nächstes tun? Wir könnten die Heldenfähigkeit spielen. Rufen uns ein weiteres Kodo herbei. Hauen ihn weg. Ha, er kommt sogar nicht wieder, weil meine Karte höher ist. Da wird nämlich immer verglichen, welche Karte höher ist. Und dann würde ich sagen... Stampede. Wir rufen uns ihn herbei. Ja, der Snipe ist mir egal. Dann können wir ihn noch rufen.
Und jetzt ist gleich wahrscheinlich eh vorbei, weil jetzt wird er wahrscheinlich, lass die Hunde losspielen und uns ins Gesicht schießen und dann ist das Spielchen gelaufen. Oh, doch nicht. Aber er kann... Oh, hat er die Münze noch? Ach was, hör auf! Das ist doch jetzt ein Witz. Das ist doch jetzt ein Witz. Ah, ist ja unglaublich, was er hier gerade sich zusammenspielt. Okay. Jetzt ist die Frage. Vernichtet jeden anderen Diener, der Schaden erleidet. Ja, jeden anderen Diener ist scheiße. Jeder andere Diener ist Kackearsch. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Wir müssen ihn wegmachen. Es führt gar keinen Weg dran vorbei. Machen wir es so. Dann machen wir es eben so. Ah, das war eine fiese Kombo. Die Karte, die wir da gerade zerstört haben, die hat halt den Effekt, jedes für andere, andere Viech, was... Oh, nee. Jedes andere Viech, was Schaden verursacht, beziehungsweise Schaden bekommt, wird zerstört. Und das ist halt natürlich ganz, ganz bescheiden. Okay. Es ist gerade richtig bescheiden, was hier läuft, weil ich weiß schon genau, wie es enden wird. Vielleicht. Wir werden auf jeden Fall verlieren. Ich bin gerade am Überlegen, wie machen wir es? Das bringt gar nichts. Das bringt nichts. Komm, wir machen einfach mal lustige Sachen. So, jetzt kriegen wir eine random Zauberkarte. Okay. Spielt aber keine Rolle, denn er wird uns jetzt wahrscheinlich mit seiner Heldenfähigkeit ins Gesicht schießen und dann einen... Ach nee, geht ja gar nicht. Er kann ja nicht schießen und das Monster gleichzeitig spielen. Aber er hat bestimmt noch irgendwelche Karten auf der Hand, mit denen er uns böse Aua machen kann. Okay. Okay. Fährtenlesen hat er auch noch. Oh, oh, der schießt uns nicht ins Gesicht. Das ist schon mal sehr gut. Dass er uns da nicht ins Gesicht schießt. So, da hätten wir einen Spott mit 4. Gucken wir erstmal, ob der da wieder eine Falle hat. Nein, hat er nicht. So. Oh, das ist sehr gut. Okay, machen wir das. Machen wir es so. Ihr hattet eure Chance. Und gehen ins Gesicht. Okay, er hat die Bären. Er hat das Bärchen. Die Bärenfalle. So, ich bin gespannt. Im Grunde brauchen wir es nur ins Gesicht. Obwohl, das Viech kostet 9, was ich meine. Womit er uns 4 Schaden machen kann. Und jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir verloren, liebe Freunde, denn jetzt wird er uns, der kriegt jetzt Ansturm, haut unser Monster kaputt, er geht uns ins Gesicht und schießt uns ins Gesicht. Ach, das ist so ärgerlich. Wir hätten es fast sogar noch drehen können, liebe Freunde. Na gut. Gut, ich werde jetzt einen kurzen Cut setzen und dann werde ich zum nächsten Duell, wenn wir den Jäger spielen, wieder einschalten. Ja, bis gleich. Dauert nur ein paar Millisekunden für euch. Und da sind wir wieder. Da hat es dann auch endlich mal geklappt. Nach 5 Versuchen haben wir endlich den Jäger bekommen. Und jetzt bin ich gespannt. Also mit dem Jäger bin ich sogar noch schlechter wie mit dem Magier. Der kann erstmal weg, weil dem brauchen wir gar nichts. Fährten lesen. Ja. Oh, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Haben wir für jede Runde was. Und das kann man eigentlich recht gut spielen. Ich stelle die erstmal wieder aus, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Den spiele ich sogar jetzt schon. Und dann nehme ich doch einfach mal den.
Den nehme ich bewusst aus dem Grund, weil diese Karte richtig eigentlich ganz cool ist. Geladen und entsichert. Jedes Mal, wenn ihr in diesem Zug einen Zauber wirkt, erhaltet ihr eine zufällige Jägerkarte auf die Hand. Finde ich ganz gut. Finde ich richtig, richtig gut. Jetzt muss ich aufpassen, was ich spiele. Ach, ich sehe gerade, so viel kann ich gar nicht spielen. Ja, er wird jetzt wahrscheinlich meinen Elec wegballern. Ist mir aber nicht so wild. Wir gucken mal, wir kriegen sogar dann den Trostmeister. Oder Tjostmeister. Dieses Wort, ey, wer das erfunden hat, ey. Das ist unglaublich. So. Was würde ich mir denn gleich nächste Runde von dem Tierbegleiter wünschen? Ich weiß es gar nicht. Das war ganz klar, dass er das jetzt tut. Ist mir aber auch Mumpe. So, wir werden jetzt mal den Tierbegleiter spielen. Ah, damit haue ich erstmal sein Viech weg. Auch wenn es unsinnig ist, dass ich jetzt sein Viech weggehauen habe. Aber ich hasse das, wenn der mit seiner Heldenfähigkeit 2 Schaden machen kann. Da habe ich gar keine Lust drauf. Kommt das Viech jetzt nochmal, dann drehe ich aber durch. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Warte, ja. Der kriegt jedes Mal plus einen Angriff, wenn er seine Heldenfähigkeit einsetzt. Das ist mir jetzt eigentlich relativ Mumpe. Okay. Was haben wir? Wir könnten ihn spielen, richtig? Nur lohnt sich das, ihn jetzt dafür ihn zu spielen. Er kann seine Heldenfähigkeit dann wieder einsetzen und das Viech weghauen. Allerdings, wenn er seine Heldenfähigkeit einsetzt, kann er nur eine 2er Monsterkarte spielen. Von daher machen wir das einfach mal. Und es hat nicht mal funktioniert. Ich bin maßlos begeistert, liebe Freunde. Ach Gott. Ich habe auch kein Glück. Ausgeglichen, dann kriegt er seinen Effekt nicht. Ach Mann. Irgendwie hat das Spiel was gegen mich. Ich habe jetzt schon so viele Spiele gemacht und ihr habt es gerade gesehen, als ich gestartet habe. Ich habe erst 2-mal gewonnen. Ich habe erst 2-mal gewonnen, liebe Freunde. Und da ist schon wieder dieser hässliche Moppelkotzer. Also so langsam habe ich aber echt die Schnauze voll. Na Gott sei Dank, jetzt kriegen wir wenigstens mal was. Weg damit, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, noch einen davon dürft er nicht haben. So viel ich weiß, sind nur 2 von denen auch in seinem Deck drin, also im Deck des Magiers. Und wir können mal gucken, dass wir dann nächste Runde vielleicht den Tjostmeister spielen. Wenn ich da vernünftig ziehe, dann kriege ich auf jeden Fall schon mal... Mein Gott. Gottesschild und Sport. Und das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Da haben wir den nächsten sofort auch. Bitte, bitte, bitte. Gott sei Dank. Es war zwar knapp, aber wenigstens Gottesschild und Sport bekommen. So, jetzt bin ich gespannt, was er da tut. Wahrscheinlich einmal Ping. Oder dann irgendeinen Zauber spielen, der dem Schaden macht. Soll mir aber recht sein. Ja, Ping habe ich ja vorhin schon vorausgesagt. Was kommt jetzt? Kommt jetzt ein Zauber, der 8 Schaden? Jawohl, 8 Schaden bei einem Diener zufügt. Ist mir wurscht, ich habe noch einen davon. Können wir machen. Ja, guck mal, dann machen wir das ganze Spielchen einfach nochmal. Und es klappt nicht. Oh, es ist doch nicht wahr, ey. Was ist denn los hier mit diesem Spiel? Mann, 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 Mann. Ja, komm, eine Runde geht noch. Komisch, alle Leute, die diese Karten spielen, die ziehen immer die höhere Karte und wenn ich spiele, nicht. Es ist immer dasselbe. Aber ich rege mich dann nicht mehr auf. Ich hab's mittlerweile bei Hearthstone aufgegeben, mich irgendwie aufzuregen, weil das hat überhaupt gar keinen Sinn. Interessant. Das hat absolut gar keinen Sinn, sich da aufzuregen. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, was spiele ich denn gleich? Ich werde wahrscheinlich geladen und entsichert spielen. Dann mal gucken, je nachdem, was jetzt kommt, dann werde ich wahrscheinlich mal des Jägers auf die Karte mit dem höchsten Leben spielen. Und hinterher den Arkanen Schuss. Okay, der ist mir egal. Macht er jetzt? Ach du Heiliger. Okay. Okay. Ja, soll mir recht sein. Wir spielen jetzt erstmal geladen und entsichert.
Als nächstes spielen wir ihn. So, dann spielen wir... Wäre jetzt die Situation für Lass die Hunde los? Eigentlich ja, ne? Ich nehme einfach mal Lass die Hunde los. Wobei, ist das so sinnvoll? Ja, eigentlich schon. Sehr schön. Dann kann ich nämlich jetzt noch den Wolf spielen. Und ich kann noch den Arkanenschuss spielen. Sehr schön. Haben wir ordentlich was an Kartenvalue rausgeholt. Wir haben die Savanna Hochmähne bekommen. Wir haben den Wolf bekommen. Okay, der ist jetzt nicht so pralle. Wir haben die Hyäne bekommen. Die Hyäne werde ich jetzt gleich wahrscheinlich... die Hyäne werde ich jetzt wahrscheinlich gleich als nächstes spielen. Um genau ihn loszuwerden. Jetzt schaffe ich das überhaupt? Das ist jetzt gerade eine gute Frage. Ich bin gerade echt am Überlegen. Oh, das ist schon mal gut. Sehr schön, haben wir ihn gezogen. Finde ich gut. Jetzt könnten wir unsere... ich weiß nicht, bringt das jetzt so viel? Die Hyäne jetzt zu spielen? Eigentlich ja. Gehen wir ins Gesicht, oder? Machen wir es mal so. Machen wir es einfach mal so. Dann gucken wir mal, was er spielt. Schön wäre jetzt natürlich auch gewesen, wenn wir irgendwie dieses Ansturmviech vom Jäger bekommen hätten. Dann hätten wir nämlich auch mit den anderen Viechern direkt angreifen können. Dann hätten wir seinen Riesenbech gekriegt oder wir hätten ihm ins Gesicht gehen können und dann komplett Schaden verursachen können. Aber nun, gut, so müssen wir uns ein bisschen durchkämpfen. Ich befürchte bald, dass wir wieder verlieren. Was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Ach, guck mal einer an. Das ist ja hervorragend. Guckt euch mal diese Scheiße an, was hier schon wieder läuft. Das Spiel ist auch schon wieder gelaufen. Das ist so eine beschissene Kacke. Warum trifft eigentlich so ein Kacke immer mich? Da müssen wir ihn nehmen. Bleibt ja nichts anderes über. Verloren haben wir sowieso wieder, aber nun gut. Jetzt fange ich mich dann doch langsam an, mich so ein bisschen aufzuregen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso habe ich eigentlich nur noch 9 Karten? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe doch... Warte mal. Wieso zum Henker habe ich nur noch 9 Karten im Deck? Ja, dieses Tracking, dieses Fährtenlesen, das vernichtet 2 Karten. Eine Karte zieht's, also 3 Karten. Aha. Es ist so grausam. Es ist echt so eine Katastrophe. Jetzt kann er die Fähigkeit nochmal einsetzen. Ich muss jetzt meine Hochmähne in den großen rammen. Dann habe ich wieder nur noch 2 Zweier. Das ist hervorragend. Das ist doch alles nicht mehr schön. Was hier abgeht. Und jetzt sind wir tot, wa? Na, komm. Wir sind tot, oder? Freundchen. Ich habe nur noch 8 Karten, das ist viel schlimmer. Und der hat noch 15 Karten, ey. Wir sind so am Arsch. Kein Leben mehr, keine Karten mehr. Auch wenn wir ein Geheimnis auf dem Feld haben, was das nächste Monster von ihm bestimmt tötet. Na, oder auch nicht. Ich habe es befürchtet. Das ist doch zum Heulen, ist das doch. Das ist doch zum Heulen. Joho, wir haben noch ein Leben. Nächste Runde sind wir tot. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Ja, was soll ich damit? Das bringt ja gar nichts.
Ach, ist das ein Käse. So, kein Bock mehr. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Das ist lächerlich ohne Ende. Also es ist entweder bin ich zu blöd zum Spielen oder die Gegner haben einfach nur 100 Millionen Mal besser erziehen die wie ich. Also ich habe im Moment echt kein Kartenglück. Auch es ist ja nicht nur so hier in dem Kartenchaos, wo ich dieses Pech habe. Es ist ja im Moment auch so, dass ich bei den normalen Spielen, wo ich mit meinen eigenen Decks spiele, auch absolut beschissen ziehe. Also irgendwie, entweder hat das Spiel was gegen mich oder ich bin einfach zu doof. Das bleibt jetzt euch überlassen. Aber ich verabschiede mich an dieser Stelle recht herzlich von euch. Ich muss sagen, es macht Spaß, auch wenn ich nicht gerade oft gewinne in diesem Modus. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die Decks sind jetzt nicht so meins. Ich würde die, glaube ich, nicht so zusammenstellen, wie sie sind. Aber es ist halt ein schöner Vorgeschmack auf nächste Woche das große Turnier. Ich bin gespannt, was es noch so für Karten gibt. Ich habe mich da bisher auch noch nicht spoilern lassen. Und da freue ich mich schon drauf, die 41 Packungen zu öffnen. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch mittlerweile schon wieder 13 von den normalen Packungen. Und da bin ich am Überlegen, ob ich die gleichzeitig auch mit auspacken soll. Schauen wir mal. Liebe Freunde, ich hoffe, dass ihr trotzdem Spaß mit diesem Video hattet, auch wenn ich beide Male verloren habe. Und freut euch auf jeden Fall auf nächste Woche. Gucken, was es dann für ein Kartenchaos gibt. Und natürlich gucken wir uns dann auch die neuen Karten mal an, die wir aus den Boostern rausziehen. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.